Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit beim Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren ja beim letzten Mal noch weiter in der Ausbildungsanlage von Umbrella unterwegs und hatten tatsächlich in der Haupthalle das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederhergestellt, also die beiden Statuen eingesetzt. Und genau, wir haben noch ein paar Türen zur Auswahl. Dadurch hat sich nämlich auch in der Haupthalle was geöffnet, und zwar ein Geheimgang in den Keller, wo ich allerdings jetzt noch nicht rein möchte, weil ihr seht, unser Inventar, das ist uncool. Das ist echt uncool, wie das hier gerade aussieht. Aber nun gut, wir leben noch. Ich würde sagen, ich gehe zuerst mit Billy alleine rein. So, dann gucken wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Wenn es hier wieder Zombies drin sind. Nein, aber Buddy. Buddy ist auch gut, aber ich hätte viel lieber Heilung gerade. Okay, was ist das hier? Wow, was ist das denn für eine Maschine? Krass. Okay. Okay, das ist eine heftige Maschine, wie das aussieht. Ah ja, was ist denn das? Eine Nachricht in das Bedienfeld eingraviert. Die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Okay, das heißt, wir müssen hier was einsetzen. Keine Heilung. Nein. Ihr seid aber auch echt geizig, was die Heilung angeht. So, das heißt, dann könnten wir... Können wir hier weiter? Nee, ist doch zu, oder? Die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Okay, das heißt, hier ist auch erstmal Dead End. Perfekt. Dann können wir... Dann müssen wir... Wir müssen tatsächlich in den Keller. Ohne Heilung, ohne... Ja gut, Buddy geht mittlerweile wieder was, aber... Uncool, Freund. Richtig uncool. Okay, Rebecca, komm bitte wieder mit. Hier haben wir ja alles sauber gemacht, ne? Genau. Warte mal, das rote Kraut da hinten hatten wir ja genutzt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, wir kriegen keine Kräuter. Das ist irgendwie total hart gerade. Dass wir hier wirklich null Kräuter kriegen in den letzten Folgen. Die wollen uns echt ein bisschen quälen. Habe ich das Gefühl. Aber nun gut. Ja, das heißt dann aber auch, dass wir tatsächlich hier runter müssen. Aber, wie er schon sagt, ich gehe erstmal alleine. Billy, wie viel Muni hast du? Keine Shotgun-Muni, ja, toll. Nein, brauche ich nicht. Kombiniere damit. Und das bitte austauschen mit Rebecca, damit sie auch eine volle Waffe hat. So, Rebecca. Ihr merkt's schon, ne? Ich will da nicht rein. Hä? Achso, austauschen mit der Buddy. Alle. Und dann hier kombiniert damit. Und dann hier wieder austauschen mit Billy. Alle. So. Wunderbar. Ihr merkt schon, ne? Ich will nicht darunter. Aber wir müssen. Okay, wir müssen. Ja, dann geh halt hier runter, ey. Scheiße. Ohne Heilung. Fast ohne Buddy. Ja klar, was ist das? Spinnen! Wie jetzt spinnen? Okay, ich hoffe, die kriegen wir mit der Pistole kaputt. Oh! Nein! Die lebt noch! Spinnen! Oh Gott, sind die eklig. Da rennt noch eine rum. Aber die kriegen wir mit der Pistole kaputt. Das ist sehr gut. Okay. Ich höre es tipseln. Rechts rum. Ich höre es tipseln und schieß einfach. Ich schieß einfach. Aua. Ey, du vergiftest mich bitte nicht. Oh, wie viel hältst du denn aus? Die eben, die ging aber schneller kaputt. Ekliges Ding.
Aber nichts passiert. Ach, danke. 50 Schuss, ein Magazin aber doch, ey. Boah. Aber ey, das haben wir überstanden. Das haben wir überstanden. Sehr gut. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Art Kontrollgerät. Es ist kaputt und funktioniert nicht mehr. Ja, was funktioniert hier eigentlich noch? Hör auf zu zucken, du ekelhaftes Ding, ey. Das ist noch ein... Nein! Warum muss denn da noch eine sein jetzt? Okay. Treff ich? Okay. Mach sie kaputt! Schneller! Mach sie kaputt, bitte! Oh. Ich hasse ja Spinnen, ne? Und wir haben noch 3 Schuss, ey. Verschlossen. Aber wir leben noch, okay. Aber wir haben echt keine Buddy. Und wenn jetzt hier irgendwas Böses kommt. Rebecca, du musst mit runterkommen. Ich brauche einen Granatenwerfer. Weil wenn irgendwas Böses da unten kommt, dann haben wir ein Problem, wenn wir da keinen Granatenwerfer haben. Okay, lauf bitte Billy nach diesen ekligen Dingern hier vorbei. So, Billy. Du kriegst einen Granatenwerfer. Oder eine volle Pistole. Ja, okay. Oder eine volle Pistole. Naja, wobei... Dann hat Rebecca nur noch einen Granatwerfer. Nee. Du tausch bitte die Pistole gegen den Granatwerfer aus. So. Ich hoffe ja, dass wir bald mal wieder Muni kriegen hier. Shotgun-Muni oder so. Oder Heilung. Heilung wäre es jetzt natürlich, ne? Zombies. Oh Gott. Was ist das denn hier für eine Musik? Aber ein Speicherraum, sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an den ersten Teil. Ach du Kacke. Haftanstalt, Liste der Insassen. Matthew Carr, tot, Entsorgung abgeschlossen. Okay, Mitch D., tot, Versorgung abgeschlossen. Keith W., als Booster präserviert. Oh Gott, was ist das denn? Savage C., abtransportiert zur Forschungsanlage. Die wurden auch alle abtransportiert und als Booster präserviert. Kate A., abtransportiert zum Arclay-Labor. Ah ja, da waren wir auch schon drin im ersten Teil. Todentsorgung. Ach, das ist makaber hier, ey. Uah, ist das eklig. Alle abtransportierten Individuen sind aus den Akten zu löschen. Uah, ist das widerlich, ey. Was macht ihr hier? Ach nein. Ein grünes Kraut. Ein einziges grünes Kraut. Und ein blaues, aber die blauen brauchen wir nicht. Ein grünes Kraut. Ihr seid ja so gütig. Oh Mann. Ja, okay, Farbbänder können wir nicht tragen. Ja, Rebecca, dann komm hier rein. Du hast viel Platz. Klar. Ja, toll. Wir könnten jetzt Rebecca auf Gelb hochheilen, aber ich möchte gerne auf ein rotes Kraut warten, tatsächlich. Auch wenn das gefährlich ist, aber... Ach, diese Musik hier, ne, die erinnert mich irgendwie voll an den ersten Teil. An das Bilderrätsel da mit dem Alter. Ach, und guck mal da, da hängt doch was an der Wand. Ah ja, Kelleranlage. Oh feia. Ich würde das eigentlich gerne mal speichern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was das Böses kommt. Schreibmaschine ja aufzeichnen. Boah, ist das unheimlich gerade. Ist das gerade echt unheimlich. Speichern beendet. Ja, danke. 13 Mal schon gespeichert. Ja, ich habe halt ein bisschen Muffensausen in diesem Spiel. So. Oh Gott. Jetzt erschrecke ich mich schon vor den... Ja. Austauschen. Zu Rebecca. Dann haben wir noch einen Platz frei. Ja, wir müssen die Shotgun leider auch erstmal abgeben.
Tausch mal die Waffe, bitte. Ich brauche irgendwie Munition mit Billy. Und die bitte noch ausrüsten. So. Alles klar, dann gehe ich mal vor. Und guck mal, was wir jetzt hier drin haben. Bitte keine Gegner. Keine Gegner. Guck mal, wir sehen Rebecca da durch den Schlitz. Das Fenster ist mit einem soliden Eisengitter gesichert. Das können sie auf keinen Fall entfernen. Ah, oh, hier liegen Skelette und so rum. Was ist denn das? Ein Loch in der Wand. Ein großer Lüftungsschlitz. Allein kommen sie da nicht ran. Okay, wir müssen Rebecca holen. Okay, alles klar, wir brauchen Rebecca. Oh Mann. Das heißt, wir müssen im Alleingang jetzt mit Rebecca das machen. Oh Gott. Okay, das heißt. Austauschen. Billy, ich brauche bitte alle Munition, die wir hier kriegen können. So, gut. Let's go. Billy, komm bitte mit. Und hier müssen wir... Ein großer Lüftungsschlitz. Rebecca würde sicher herankommen, wenn sie auf Billys Schultern stünde. Hochheben. Ja, mach. Komm. Gott. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das ist sicher eine Art Foltergerät. Ach du Gott. Am Boden des Brunnens hat sich Wasser angesammelt. Oh Leute, ich hasse sowas. Oh, was? An den Dornen klebt altes getrocknetes Blut. Leute, ich hasse sowas, ja, ne? So Folterdinger. Ein elektrischer Stuhl. Darauf sind zahlreiche Kratzstellen zu. Oh Gott, was macht ihr denn hier? Oh Gott. Gottes Willen, Leute. Ihr seid doch geisteskrank. Da liegt eine Axt auf dem Tisch. Danke, ey. Ihr seid so widerlich hier. Bedienfeld Stromversorgung. Sieht so aus, als würde dieses Bedienfeld die Stromspannung im Raum kontrollieren. Lass erstmal. Eklig. Okay. Können wir da raus? Verschlossen. Okay. Das heißt, wir sind hier eingesperrt. Oh Gott. Info zum Stromregler. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Der Stromverlust ist egal, doch leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Die Geräte sind so abgenutzt. Ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn sie schnell raus müssen, stellen sie die Anzeige auf 70. Prüfen sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. Aha. Also wir müssen den Stromregler auf 70 stellen. Okay. Das heißt, das Ding da vorne. Okay. Das heißt, wir haben ja nochmal ein Rätsel. Guckt mal. Ah, cool. Guckt mal. Ah, sowas ähnliches wie bei Resident Evil 2 und 3. Wir müssen einfach auf 70 kommen. Okay. Wir können Schalter auf und ab bewegen. Beweg den mal hoch. Ah ja, und wir müssen am Ende auf die 70. Beweg den mal runter. Den dritten umkehren. Damit wir komplett auf 0 kommen.
Den dann hoch und den anderen dann auch nochmal hoch. Nee, passt nicht. Okay. Alles klar, dann nochmal bitte. Okay. Das ist einfach wieder eine Fünferkombination. Aber ich glaube, das war schon gar kein so schlechter Versuch. Der zweite dann runter. Weil wir sehen ja auch, wie viel das bringt, ne? Nochmal hoch. Und dann nochmal runter und dann nochmal hoch. Und dann könnte das... Ah, nee, ist zu viel. Shit, das ist zu viel. Okay, interessantes Rätsel. Finde ich gut, dass wir hier nochmal so ein Rätsel drin haben. Gut, dann lassen wir es mal unten. Dann machen wir die beiden mal hoch. Den können wir mal runter machen. Und den letzten nochmal. Ist auch zu viel. Ist auch viel zu viel, um Gottes Willen. Ja, ja. Okay, dann nochmal. Da piepst es dann auch, wenn es viel zu viel ist. Okay, dann nochmal ein bisschen hoch. Runter. Hoch. Runter. Ja, das habe ich schon, ne? Das habe ich schon mal versucht. Ja, das ist zu viel. Das ist jetzt interessantes Rätsel. Das freue ich mich, dass wir hier Rätsel-Action haben. Der kann hoch. Der kann runter. Der zweite kann auch runter. So. Dann die beiden jetzt nach oben. Und? Ah, auf 60. Das war knapp. So, dann versuchen wir doch jetzt mal diese Dinger da zu lesen. Also, das bringt 10, das linke. Eine Seite von links geht 5 nach unten. Nee, aber es sind irgendwie 31. Es geht ein bisschen nach unten. Mach den auch nochmal hoch. Mach mal komplett aus jetzt. Mach mal komplett aus einfach. Und dann nochmal den letzten nach oben. Nee, der kommt auf 50. Boah, ist das ein komplettes Rätsel. Okay. Das heißt aber, wir müssen hier auf... Dann müssen wir auf 20 kommen. Auf. So, dann dritte ist ab. Und der vierte ist wieder auf. Stopp! Ja, und jetzt auf. Ah, wir haben's. Sehr gut. Wir haben's geschafft, Freunde. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können hier raus. Raus aus dieser ekelhaften Folterkammer. Und Türen aufgeschlossen. Ah, sehr schön. Ah, und das Gas ist weg. Oder was? Ja, ist weg. Ah, oh, sehr schön. Das heißt, wir können da auch weiter. Oh, und eine Cutscene. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Was zu... Mensch, William! Lässt du uns die Killeraffen hier auf den Hals, oder was? Killeraffen. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible.
But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't. Hold on. Oh mein Gott, Wesker. Oha. Oha, was ist jetzt los? Geht das jetzt auf Zeit oder was? Moment, macht mal langsam. Macht mal langsam. Mein Gott, Wesker. Ja, jetzt wissen wir auch, warum er die Leute aus Teil 1 in die Villa getragen hat. Die soll Testobjekte sein. Und der verrückte William Birkin braucht noch mehr Zeit für den G-Virus. Ja, toll. Okay. Okay, wir müssen Claire helfen. Wir müssen Claire helfen und sind mit Billy unterwegs. Ich hoffe, dass... Ach du Scheiße. Granatenwerfer jetzt einfach drauf los, ey. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie zu Rebecca und ich glaube, ich weiß, wo das ist. Nein! Was zur... Was ist... Was war das denn? Da war ein Gegner. Sind das jetzt die Killeraffen hier oder was? Lauf einfach. Lauf einfach. Ich glaube, wir müssen irgendwie schnell sein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt noch eine offene Tür. Hier sind Gegner drin. Was denn für Gegner? Sind das... Was sind das? Das sind Zombies und ich hätte gerne... Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das da liegt Muni. Okay, da liegt Muni. Jede Menge. Ach, guckt euch das an. Gib mir ein Meer. Komm. Und wir sind schon gelb. Na toll. So. Haben wir eine normale Waffe dabei? Scheiße, haben wir nicht. Verdammt. Haben wir keine Flasche oder so für Molotow-Cocktail? Wurde scheinbar als Notizbrett benutzt. Sie können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. Aber den... Ich wusste, damit wir Granatwerfer drauf schieße. Es tut mir leid. Was? Der lebt noch! Wie jetzt? Die brauchen noch keine zwei Granaten. Oh shit, und ich kann keine Items aufnehmen. Wir sind gelb. Ja, klar, lebt noch. Genau, ein fester Schritt. Ah, sehr gut. Ja, aber ich muss auf jeden Fall ein Item dafür ablegen. So, dann das Farbband ab. Da muss ich hier nochmal später vorbei. Ich würde gerne hier noch... Auf dem Monitor ist das halt nicht zu sehen. Ah, die Mucke, ne? Gut, dann rüste wieder um. Kombiniere damit. So. Alles klar, kannst du die Farbbinder wieder mitnehmen? Ja, Claire, ich... Ach, Claire. Rebecca, ich komme. Ich habe hier nur mit Gegner zu kämpfen. So, was haben wir jetzt hier? Der Raum ist fertig, Erkunde, glaube ich. Oh Gottes Willen. Ich hoffe, dass das nicht um Zeit geht. Was ist das denn? Die Killeraffen! Oh Gottes... Ach du Scheiße! Alter! Nein! Oh, die Killeraffen! Seid ihr widerlich! Hey, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg!
Jo, ist klar. Wie viel sind das? Und die ist leer. Shit. Ja, es war klar. Das war klar, dass wir da failen. Das Spiel ist hart. Das Spiel ist einfach nur hart. Okay. Oder ich sollte vielleicht einfach durchrennen, oder? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns da gleich in dem Raum davor nochmal wieder. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich jetzt wieder in dem Raum. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen besser hingekriegt. Ihr seht's, ne? Ich habe jetzt wieder ein bisschen Body, Shotgun-Body. Aber was ich mich frage, warum bin ich denn beim letzten Mal überhaupt hier reingerannt? Die Claire, wir müssen die da unten befreien und nicht hier oben. Verdammt nochmal. Das heißt, wir müssen eine Etage tiefer. Das heißt, wir können das hier eigentlich mitnehmen und den Affen da erstmal aus dem Weg gehen. Verdammt nochmal, ja. Wir müssen tatsächlich noch einmal uns durch die Haupthalle und so. Ja. Ich hoffe dann halt, dass hier keine Killeraffen mehr sind. Rüste die Schrotflinte aus, bitte. Ich hab hier Schiss, Willi. Ich hab hier echt Schiss vor den Affen. Die scheinen irgendwie extrem stark zu sein, ne? So, ab in die Haupthalle. Und da würde ich sagen, retten wir jetzt noch Rebecca. Ja, mach schnell, los. So, die Haupthalle ist ja safe, ne? Und dann war das ja hier hinten drin. Hier rechts. Kann ich vielleicht Granaten mitnehmen? Nee, brauche ich. Sollte ich nicht brauchen eigentlich. Verdammt. Doch, das war richtig. Okay. Das sieht mir irgendwie wie so eine Eingangshalle aus hier, aber. So, los, 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 los. Helf mir, Rebecca. Ist jetzt hier alles voll? Nein, hier ist nichts. Sehr gut. Los, dann. Der steht jetzt natürlich auf, ne? Ist klar. Das habe ich ja schon fast gedacht, dass er irgendwann aufsteht. Und zack, Kopfschuss. Weg mit dem. Ex-Kollege. So. Ja, wie gesagt. Letztes Mal voll in die Falle gelaufen. Ich glaube, das hat das Spiel auch so gewollt, dass ich da einmal reinlaufe. Genau, da können wir hier hin. Weil hier ist ja auch das Gas nicht mehr. Ne? Ach, und guckt mal an. Guckt mal an. Ja, toll. Und jetzt haben wir... Wir können es nicht tragen. Aber wir haben zwei grüne Kräuter hier. Gut, alles klar. Das heißt, wir haben... Ah, und ein rotes! Und ein rotes! Nein. Rot. Da ist ein rotes, Billy. Ein rotes Kraut. Aber du kannst keine Kräuter mischen. Du kannst keine Kräuter mischen, kombinieren. Shit. Okay, aber wir haben's. So, wo ist Rebecca? Abwärts. Ich glaube, dass das hier ist. Weil nach der Logik ist das hier ein Stockwerk tiefer, tatsächlich. So. Jetzt stell dich bitte nicht... da kommen sie wieder, die Affen. Die Affen. Stell dich bitte nicht wieder so dumm an beim Kämpfen, ey. Also ich... Okay, der ist doch nicht mal tot! Alter! Wie viel braucht ihr denn? Ihr Killeraffen! Verdammt nochmal! Wie viel... Ich hab... Wir sind hier auf gelb, dann nimm das bitte. Mein Gott! Wie viel zieht ihr ab, bitte? Alter! Das gibt's doch nicht. Geh doch bloß weg. Okay, sie sind tot. Und wir sind wieder gelb. Das heißt, wir können das eine Kraut jetzt wieder mitnehmen. Aber nein. Der lebt doch, oder was? Boah, sind die heftig, diese Affen. Sind die heftig. Okay, was ist das hier? Das ist mir jetzt erstmal egal. Nein, ich meine, der Raum ist mir egal. Ich muss zu Rebecca. Verdammt nochmal. Hier lang. Da liegt Muni. Sehr gut, kann ich übergebrauchen. Okay.
ich bin nervös. Auch wegen der Musik. Ich bin so total nervös. Und rechts rum. Und rein da. So, jetzt aber. Komm, Rebecca. Wir haben dich beschützt. Also, beziehungsweise wir sind da, um dich zu retten. Nicht, dass du runterfällst. Ah, okay. Sehr schön. Rebecca. Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No! Don't! Stop! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Ah ja, liebe Leute. Interessanter Storybrocken jetzt gerade mal. Wir haben so ein bisschen was über Billy erfahren. Und ja, wie ich schon vermutet hatte, ist er gar kein so schlechter Kerl, ne? Ja, das ist, hab ich mir schon gedacht, eine Holzkiste, da war mal Schießpulver drin. Hab ich mir schon gedacht, dass Billy kein schlechter Kerl ist. Also er wollte die Leute da gar nicht killen, aber er hat halt Befehl gekriegt und, ja, was soll man dazu sagen? Ist halt blöd, wenn man so Befehl kriegt und den dann ausschlägt, ne, aber man würde dann halt selber sterben.
Aber was ich in dieser Situation machen würde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Freunde. Zum Glück war ich nie in so einer Situation, dass ich entscheiden muss, ob Fremde leben oder mein Leben. Ich denke, ich würde tatsächlich mein Leben opfern, aber wie gesagt, in so einer Situation war ich noch nicht. Deswegen, also Billy scheint kein schlechter Kerl zu sein, ist er auch nicht. Und genau, in der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Mal gucken, was es hier, womit es hier auf sich hat. Das war wieder knapp mit Rebecca. Wir sind einmal in gelben Zustand geschlagen worden. Es sieht richtig kacke aus eigentlich, aber wir haben da Heilkräuter gesehen, womit wir uns auch heilen können beim nächsten Mal. Das finde ich gut. Dann mache ich jetzt nochmal gerade das Item-Management für Rebecca. Das hier kommt bitte auch mit zu Rebecca. So. Und genau, liebe Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch erscheinen würdet. Und genau, wie es hier weitergeht bei Resident Evil Zero, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.